Wir gehen zur Ablenkung mal an das Futter, das ich gesichtet habe. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Mein Name ist Katrin und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, nun ja, neben Unboxings meiner Boxen, die sich im Abo befinden, eigentlich alles so rund um Make-up und Pflege, woran ich Spaß habe und wo ich natürlich immer hoffe, dass ihr auch dran Spaß habt. Und heute hoffe ich, dass ihr auch dran Spaß habt, in ein Riesenpaket reinzukommen. Mal wieder. Ich werde bombardiert hier mit Paketen. Leute, ihr sollt mir doch nichts schicken. Aber ich habe hier ein ganz besonderes Paket, über das ich mich so sehr freue, denn das ist von der lieben Irene. Und Irene hat ihren eigenen YouTube-Kanal. Da oben packe ich ihn euch hin. Katrin, dran denken. Und wenn nicht, unten in der Infobox packe ich es euch natürlich auch rein. Und ja, dieses Paket steht hier und hat uns schon Nerven gekostet, da es irgendwie zwischenzeitlich dann auch mal verschollen war, dann wieder aufgetaucht ist. Auf jeden Fall ist es sicher bei mir gelandet und Irenchen wartet auch schon ganz aufgeregt, dass ich endlich auspacke. Denn sie hat eigentlich, sollte das vor Ostern schon ausgepackt sein, weil da wohl irgendwas drin ist. Ich hoffe jetzt nicht, ich habe hier noch stinkende Eier oder so drin, aber ich kam nicht dazu. Und jetzt wird es halt nach Ostern ausgepackt und es riecht noch ganz gut. Also ich bin super gespannt, was da drin ist. Und Leute, es ist schon wieder so ein Oschi. Also ich habe extra schon gesagt, weil sie wollte mir unbedingt was schicken. Und wir machen da jetzt einfach ein Tauschpaket raus. So einfach kommst du mir nicht davon. Deswegen, ich packe ja schon mal aus. Dann packe ich Irenes Sachen ein, dann schicke ich die los. Und dann gucken wir, dass wir zusammen das Video hochladen. Also wundert euch bitte nicht, dass wir jetzt, dass ich hier von Ostern und so rede. Denn das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber ich bin immer noch am Quatschen und ich bin einfach so aufgeregt. Und dann erzähle ich euch immer so viel. Katrin, aufhören zu quatschen, auspacken. Leute, wenn ich in dieses Paket reingucke. Erstens, ich kann nicht mehr vor lachen. Und Irenchen ist ja auch so eine süße Maus. Mit der kann ich ja immer herzhaft lachen. Und wirklich, wenn ich mal so einen richtig blöden Tag habe, gehe ich rüber und da freue ich mich so, dass sie jetzt YouTube macht, weil sie mich vorher schon immer so aufgeheitert hat und auch, ob das ihre Kommentare waren, ob das war, wenn wir privat geschrieben haben. Wir waren letztendlich immer am Lachen. Und jetzt ist das Schöne, wenn ich wirklich einen blöden Tag habe, gehe ich rüber, mache ein Video von ihr an und ich lache mir einen Ast ab. Und dieses Paket, Irene, was hast du vor? Guckt euch das mal an. Ich liebe auch dieses Papier und wie viel da wieder drin ist. Und sie hat mir versprochen, sie übertreibt nicht. Aber Irene, ich trau dir nicht, wenn ich hier reingucke. Ich habe gesagt, eigentlich will ich gar nichts haben, aber so süß. Und dieses Papier ist ja wohl mal, Leute, ich kann nicht mehr, ne? Hier mit Cinderella und Schneewittchen und oh mein Gott, dieses Papier ist traumhaft schön. Und ich sehe so viel. Weil ich muss hier erstmal sortieren, ne? Aber ich habe die Karte gefunden. Liebe Katrin, einer Superfrau entsprechend hier das Passende. Ich würde sagen, wir fangen, oh mein Gott, ich will das Papier gar nicht zerstören, damit am besten gleich mal an. Leute, das Paket ist so riesig und ich habe hier schon wieder Futter gesichtet. Ich rede hier nicht. Oh, mein Herz geht auf. Ich werde hier wahnsinnig. Ja, das ist auch noch zum Geburtstag, Leute. Ich verheimliche. Leute, ich weiß nicht, ob ich das im Video lassen kann oder ob ich dann hier von YouTube gesperrt werde oder so. Aber so cool, diese... Ich liebe es, wie süß du bist. Oh Mann.
Und sie hat mir hier einen riesen Brief reingelesen. Sorry Leute, den muss ich gerade mal alleine durchstöbern. Boah Leute, ich bin so gerührt von dieser Karte. Wirklich, ich könnte hier gerade anfangen zu weinen. Ich werde das nicht. Ich reiße mich zusammen, aber... Boah, Irene. Ja, fass das kurz zusammen, denn es ist so ein Riesentext und... Oh, der rührt mich so, so, so zu Herzen. Und Irene, auf diesem Wege, du siehst das ja bestimmt, nichts zu danken. Wirklich gar nichts zu danken. Und sie schreibt halt einfach nur so ein bisschen, ja, dass man sich halt näher kennengelernt hat. Und wir haben Tränen gelacht. Das ist ja das, was ich euch schon gesagt habe. Und man schreibt ja auch miteinander. Und dann schickt man sich die ein oder andere Sprachnachricht und... kringelt sich einfach vor Lachen. Auch wenn man sich manchmal über Sachen aufregt. Ich sag ja, am Ende haben wir immer beide da geguckt und waren uns am Lachen. Und ja, irgendwie hat sie mir aus einem kleinen Zuschauerpaket ist dann dieses Riesenpaket entstanden. Und ich kann dir nur tausendmal Danke sagen, Irene. Und wirklich, das wäre so überhaupt nicht nötig gewesen. Und ja, sie hat dann auch rausgefunden, das versuche ich euch ja immer so schön zu verheimlichen. Ich glaube, da gibt es so langsam keinen Weg mehr dran vorbei, dass ich Geburtstag habe und hat dann da noch was eingepackt. Und Leute, was soll ich euch denn sagen? Da ist ein Riesenpaket draus gestanden. Ich kann schon nicht mehr reden. Irene, bitte. Wirklich, das ein Riesenpaket ist hier drin und ich bin einfach fassungslos und... Seht ihr, Leute, ihr macht mich wirklich fertig mit den Videos. Ich versuche dann immer alles so professionell durchzuziehen, aber da ist nichts professionell, weil da ist so viel Herzblut und Rührung dabei und dass sich jemand so viel Gedanken macht und so wirklich dahin geht und das rührt mich einfach so, so sehr. Und wie gesagt, das ist auch alles gar nicht nötig. Hört auf damit, Mann. Okay, Leute, Busa, wir fangen an. Ich starte hier gleich mal mit diesem Päckchen. Ich habe hier diesen riesen Karton einfach. Na, deswegen die Superfrau. Och, Schatz, bist du des Wahnsinns? Wir haben hier etwas und ich glaube, ich weiß ganz genau, was es ist. Ach, Irene, bitte. Hier hat sie mir nämlich eine Gesichtsmaske reingetan, die hatten wir bei Douglas entdeckt. Och Mann. Und die ist natürlich hier mit Wonder Woman drauf und oh, da freue ich mich ja riesig drauf. Und das ist wirklich so im Design, dann bin ich so eine kleine Wonder Woman. Schatzi, Bild kommt. Also Foto mache ich dir gerne ein. Bin ich richtig gespannt drauf und allein dieses Packaging. Eigentlich will ich die ja gar nicht benutzen, weil die Verpackung ja schon so schön ist. Und ach, du Eumel, kaufst mir das einfach wirklich. Sie hat das ja wirklich auch von ihrem Geld gekauft. Und ach, wir gehen zur Ablenkung mal an das Futter, das ich gesichtet habe. Irgendwie endet alles in einem Fresspaket in meinen Videos. Aber Leute, ich liebe es. Ihr seid so süß, dass ihr immer an mein Wohlbefinden denkt. Und ich bin ja auch so eine... Ich sag das ja auch wirklich, weil es so ist. Ich bin... Also hier verkommt nichts in dem Haus. Von daher, danke für die Verpflegung. Und ich habe hier schon so coole Sachen entdeckt. Und die mag ich selber so gern. Und ich weiß nicht, weißt du, dass ich so auf Erdnüsse und sowas stehe? Oder war das jetzt ein Zufallstreffer? Denn ich habe hier... Diese Peanut, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Leute, ihr merkt's. Diese Pralinen mit Peanut Butter und die mag ich mega, mega gerne. Ich esse sie so, so gerne. Und hallo, darüber müssen wir nicht reden. Lecker Käffchen, lecker Kekse. Das gehört zusammen und das, ach, diese Kekse sind ein Traum. Und Irene, ich sag dir eins, ich weiß ganz genau, wann ich die futtere, nämlich das nächste Mal gemütlich mit dem Käffchen, mit deinem Video und dann werden hier die Kekse geknabbert. Och, du bist ein so...
Leute, guckt da unbedingt vorbei. Das ist so eine süße Maus. So, will ich nur mal sagen. Geht auf den Kanal und lasst ein bisschen Liebe da. Ihr werdet es. Also wer mich mag, muss Irena einfach auch lieben. Weil sie, ihr merkt das ja, ne? Ich bin ja schon wieder bei Thema Tralala und erzähle hier und da. Und Irene ist da auch ganz gut drin. Und sie hat halt echt einen so schönen Humor und bringt euch zum Strahlen. Und ich finde, so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, das ist so das Schönste, was mir passieren kann, wenn ich nach einem Video da sitze und bin am Lachen. Und Leute, ich schweife ab. Ich weiß, Irene, ich schweife ab. Als nächstes haben wir hier nämlich noch Ostereier, so ein kleiner Mix mit dem süßen Schoko-Oster haben. Ich glaube, deswegen sollte ich es auch vor Ostern auspacken. Auch richtig cool, werde ich mich auch mit Freude draufstürzen. Und außer auf den Schokohasen. Ich bin da immer so ein bisschen rührselig. Ich weiß nicht, ich kann so bei Schoko, Osterhasen oder so, bei Nikoläusen, die kann ich nie anfangen zu essen. Also ich gebe die dann immer meinem Freund zum Köpfen und dann kann ich so Stück für Stück essen. Also ihr merkt, ich bin schon wieder weg. So, ich konzentriere mich jetzt. Es tut mir leid für das Gelaber, aber wie sagt Irene immer so schön, ungefiltert. Ihr kriegt statt ungefiltert. Hier haben wir was richtig Cooles. Da freue ich mich auch drauf. Das sind irgendwelche Marshmallows mit hier Streusel, Glitzer, lecker, 20 Stück, mit einem Keks unten und einem kleinen Einhorn. Leute, die sind für mich gemacht. Also da bin ich auch mal gespannt drauf. Cravings. Können die nicht einfach mal Bernd und Uwe und so Namen geben? Ich weiß nicht. Cravings. Flurries. Flurries. Delicious. Werde ich gerne testen. Futtern. Die werden nicht lange überleben, glaube ich. Ach so, übrigens hat sie geschrieben, hier wird sich, weil sie weiß, dass ich Bienen mag und Honig mag, wird sich hier so ein bisschen das Thema durchziehen. Und ich sehe hier was, das erkenne ich sofort. Und ich muss gerade lachen, denn ich glaube, damit hat so ziemlich alles so richtig angefangen, ne? Und zwar, ach, du bist ja ein Schatz, ne? Dass du mir wieder reinpackst. Erkennt ihr das, Leute? Ich muss das, glaube ich, rausholen. Aber sie hat mir von Kuga diese Bee Venom Gesichtsmaske aus dieser Mia Maskenbox reingepackt. Und Leute, ich liebe diese Maske. Und ich hatte damals mit ihr dann auch geschrieben. Ich hole mal in der Zeit so die Schere. Ganz heimlich. Und hatte damals mit ihr auch geschrieben wegen der Mia Box. Nicht nur da einmal und so. Wir schreiben uns da gerne immer wieder. Und sie hat ja auch meistens die Mia Box. Und wir mögen beide die Mia Box auch voll gerne und die Maskenedition, da müssen wir ja nicht drüber reden, das war ja ein Träumchen. Und diese, oh, Irene, ich danke dir so, 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 dass du mir die abgibst, weil, Mann, das wäre echt nicht nötig gewesen. Aber ich freue mich da so drüber, die habe ich nämlich heute noch gemacht und das ist immer so mein kleiner Retter in der Not, wenn ich zerknittert und zerstört aussehe und bevor ich mich so vor die Kamera hocke, ist das so ein kleiner Retter von mir und ich mag sowas echt gerne, auch mit diesem Bienengift, was da drin sein soll. Richtig gut, diese Maske, und du gibst mir einfach deine, du bist so, ach, Irenchen, bitte. Geh mal zu einem kleineren Päckchen. Wenn es hier wackelt übrigens, das ist dieser riesige Karton, der die Kamera stößt. Geh mal zu dem kleineren Päckchen. Was steht da was drin? Was hast du mir denn da jetzt wieder reingepackt? Was bist du denn? Nee. Ach, wie cool bist du denn drauf? Entschuldigung. Mein Gott. Sie hat mir eine Badepraline da reingepackt. Ich wusste doch, es raschelt irgendwie. Und zwar von Dresdner Essenz. Prickelnde Versuchung. Irenchen. Kühl- und Trockenlagern. Wird gemacht. Sind das auch so Sprudeldinger? Ich hatte noch nie eine Badepraline. Oh, die riecht aber gut. Die riecht richtig lecker. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich werde dann berichten, wie lange die gesprudelt hat. Aber ich glaube, die sprudeln ja auch so, oder?
keine Ahnung, ich kenne mich mit Badepralinen null aus. Umso froher bin ich das. Wie lieb ist das, dass du mir das da reingemacht hast. Es tut mir leid übrigens, ich entschuldige mich an dieser Stelle, weil ich merke es gerade selber, wenn ich die ganze Zeit, oh toll und oh lieb, aber ich bin so gerührt, Leute. Es tut mir leid, wenn das ein bisschen öfter fällt. Da müsst ihr jetzt durch, so wie ich durch dieses tolle Paket. Das nächste ist einmal hier so ein Stäbchen. Was ist es? Ich habe keine Ahnung. Ne, Irenchen, hast du mir da Pinsel? Ist das ein Pinsel? Irene! Nein, das ist nicht dein Ernst, ne? Leute, ich habe wunderschöne Pinsel hier drin. Guckt euch die mal an. Entschuldigung, da fällt ja schon. Einer fällt schon. Mein Gott, sind die hübsch. Oh, du bist ja ein... Ich bin ja so eine kleine Pinselverrückte, ne? Und... Oh Gott, die sind wunderschön vom Design her. Und ach, der ist aber sehr fluffig noch, ne? Solche Pinsel, kurze Info, benutze ich eigentlich nicht für Make-up oder so. Wobei, der könnte echt gut sein zum Konturieren. Ich wollte gerade sagen, den würde ich jetzt für so eine Maske auftragen nehmen. Oh mein Gott, sind die weich. Aber ich glaube, der ist richtig gut zum Konturieren. Und oh mein Gott, der ist so weich. Und die sehen so hübsch aus. Tausend Dank, mein Schatz. Das hätte doch schon gereicht, Mann. Ich sehe gerade, übrigens, dass ich ja so ein Riesenteil hier weggelegt habe. Das habe ich schon darüber gepackt. Nicht, dass ich das vergesse. Dann packen wir das natürlich auch aus. Und das, was ist denn dieses Papier hier? Dieses wunderschöne Papier, Mann. Was denn da? Irene, was ist das? Das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein... Ich schmeiß mich schon wieder weg. Oh Mann, nee, ne? Ach, hör auf. Wo sind meine 10 Sticker? Oh nee, das endet doch wieder in einem Lachflash. Make your own trophy mit 10 Stickern. Sie hat mir einen kleinen Pokal gebastelt. Ich sterbe. Der wird in den Hintergrund wandern. Oh, ich liebe das. Ich sammle ja... Sieht man eigentlich dieses kleine Chaos da? Da ist so ziemlich alles auch hier. Ne, von Paketen und so. Es sammelt sich und sammelt sich. Aber ich finde das so süß. Und ich will das alles so einbauen. Da hinten steht auch noch Zeug, Leute. Ich feiere sowas und ich freue mich da so drüber. Wie lustig. Einfach so einen kleinen Pokal mit Asam Queen. Ich sterbe hier. Irenchen, du bekloppte Nudel. Ich sag doch, die ist völlig bekloppt. Und das liebe ich ja so an ihr. Also nicht falsch verstehen. Das ist nicht im Sinne von böse gemeint. Das ist einfach, bei mir ist das so, wenn ich sage verrückt oder bekloppt, ist das bei mir immer so ein, ich hab dich lieb. So. Nächstes. Produkt. Ich muss mir die Tränen, ey, du ruinierst mein Make-up vor beiden. Nächstes Päckchen ist einmal das. Es könnten Masken sein. Es können Eyepatches sein. Ja, das sehe ich schon. Kennt ihr das immer, wenn ihr so wissen wollt? Anstatt einfach aufzumachen, zu gucken, schon mal, das könnte das und das sein. Ja, ich sehe Limited Edition. Da oben habe ich entdeckt. Und wie viel Irene? Leute, Irene, das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Ich sterbe vor Cuteness. Guckt euch das doch mal bitte an. Also ich muss dir mehrere Fotos schicken, ich merke es schon. Aber das ist auch wieder so eine Maske, die ist so hübsch, die will ich gar nicht drauf machen. Guckt euch die mal an, die ist auf dieses Häschen. Oh mein Gott, der von Balea, eine Tuchmaske. Ich bin weg hier. Ich liebe Tiere und so kleine Häschen. Oh mein Gott. Mit intensiver Feuchtigkeit, Hyaluronsäure und Grapefruit-Extrakt. Kenne ich noch nicht, mit kleinen Herzchen. Ich feiere sie total. Gab es die jetzt erst? Ich habe ja Kaufverbot, ich darf ja nicht einkaufen gehen. Und dann auch, du bist so lieb, ne? Hat sie mir hier, weil ich die so gerne mag.
Irene. Einmal die Tuchmaske reingemacht mit Honig von Lidas, die auch in der Maskenbox war. Du kannst mir doch nicht eine ganze Maskenbox hier reinpacken. Dann, oh, die liebe ich, ne? Die liebe ich so. Und zwar hier die von Lidas auch mit Tomate. Auch in der Maskenbox. Und dann, oh, deswegen wusste ich auch bei dem einen Paket, dass man da kleine Schneckchen im Gesicht hat und dass es diese Maske bei Action gibt. Das wusste ich von der lieben Irene. Und ich feier die so. Und sie so, komm, soll ich dir eine holen? Ich, nein, alles gut, ich brauche keine. Und jetzt packt sie mir einfach eine rein. Ach, Irenchen, das ist so süß. Und noch zwei coole Sachen. Diese goldenen Lippenmasken, die gibt es auch bei Action und die habe ich ja letztens erst gemacht und ich habe die für sowas von gut befunden. Freue ich mich auch mega drüber. Und dann noch eine Sache von Kiko, die habe ich selber noch nicht getestet, habe sie aber schon da. Und habe sie auch schon fleißig weiter verschenkt, weil ich die auch so spannend fand. Und Conscious, so eine vegane Face-Maske, fand ich super spannend. Und Kiko-Masken sowieso wollte ich mal gerne austesten und habe ich ja ein paar da. Und freue ich mich auch mega drüber. Irene, Mann, das artet wieder aus hier. Ich merke es schon. Denn hier ist noch eine Riesentüte. Und was ist das denn jetzt schon wieder? Irene, guck mal, Leute. Ein Riesen... Irenchen. Völlig übertrieben. Will ich nur mal festhalten hier. Ah, hier haben wir etwas, das kenne ich. Das ist von Eucerin etwas. Und zwar ein 3-in-1 Reinigungsfluid. So ein Micellenwässerchen. Kann man immer gebrauchen. Nehme ich gerne. Und das ist für empfindliche Haut. Und mit Hyaluron bin ich ja sofort dabei. Mein Tisch ist voll, Irene. Mein Tisch ist voll. Will ich nur mal festhalten. Jetzt schon. Und da ist noch voll. Und ich weiß ja noch, was da am Schluss kommt. Das hat sie mir ja schon verraten. Ein Geburtstagsgeschenk quasi. So, Concentration. Ja, das habe ich auch. Das habe ich von der lieben Juliane bekommen. Und zwar ist das ein Face and Body, so ein Reinigungszeug von Avène. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Für trockene und sensible Haut. Nehme ich gerne, werde ich gerne testen und berichten. Und dann packt sie mir einfach einen kleinen Rituals-Schaum da rein. Und dann Rituals of Ayurveda. Den Duft mag ich ja auch super gerne. Und ich liebe Rituals Duschschäume einfach. Und das ist so lieb von dir, wirklich. Ich bin ja so ein kleiner Duschschaum-Fan und das wäre echt nicht nötig gewesen. So viel. Und das ist, ne? No comment. Was haben wir hier? Okay, das brauche ich, Schatz. Da hast du recht, das brauchen wir hier. Lift Plus Sofort-Effekt-Kapseln von Diadamin. Freue ich mich drauf. Habe ich noch nie gehabt, noch nie getestet. Straffende Anti-Aging-Pflege. Das ist immer wieder beim Thema. Nee, ich darf ja nichts sagen mit meinen Fältchen. Also sehr, sehr cool. Werde ich testen, berichten und... So Kapseln allgemein hatte ich noch nie. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich gucke hier rein und es wird einfach, Leute, es wird nicht weniger. Der ganze Karton ist hier noch voll. Wir gehen mal zum nächsten. Oh Gott. Einmal das hier, einfach so verpackt. What is it? Ist das ein Ei? Ich habe mir ein Ei da reingepackt. Was ist das denn? Wir sehen, was ist es? Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Leute, ich sterbe. Ich sterbe. Oh, Leute, das ist ein kleines Küken. Ich mache mal hier den Dings, weil ich glaube, es leuchtet. Sieht man das? Es ist ein kleines Küken, das in verschiedenen Farben leuchtet. Irene, wo hast du denn sowas her? Ich hab... Ich kann nicht mehr, das stelle ich gleich. Ich gehe nach dem Video, gehe ich nämlich mal kurz runter. Mein Freund ist unten da. Dann stelle ich dem das Küken ein. Und das sind so Dinger, die kaufe ich mir ja auch selber, weil ich sowas einfach feiere. Ich finde das einfach lustig und kann mich da ewig drüber beömmeln. Und oh mein Gott. Ich setze das Küken mal gerade in den kleinen Pokal. Das ist auch nicht schlecht, oder? Oh, ich feiere es. Danke, mein Schatz.
Allein für den Lachanfall. Danke, danke, danke. Siehst du, du hältst mir wirklich nicht so viel da. Das ist mir wirklich. Das war so unangenehm, wenn ihr mir so viel da reinpackt. Ich muss euch unbedingt mal mein Backup zeigen. Dann wisst ihr, dass ihr das nicht braucht. Das nächste Päckchen. Ich mach einfach weiter, um mich abzulenken. Oh, wie süß. Oh, mit Lemon. Zeigen, Katrin. Liebe ist Sparkling. Und das sind Badeperlen. Wie schön sind die bitte? Mit Lemonduft. Oh, ich liebe Zitronenduft. Und die sind ja cool. Oh, da freue ich mich auch. Riecht man da was? Man riecht leider nichts, aber ich werde gerne damit baden. Wie cool die zwei in dem Gläschen, ne? Ach, wie liebevoll auch einfach. Das nächste, was ich rausnehme, ist das hier und bitte, ich brauche irgendwas Normales. Ich habe gleich wieder Tränen in den Augen. Guckt euch dieses süße Teil mal an. Ein Lippenbalsam in Erdbeer, aber wie süß er einfach ist. 8 Gramm. Soll nourishing und protecten. Auch dafür einfach tausend Dank. Oh, ich. Das nächste. Oh, das könnten Masken sein aus dem Action. Nee, Katrin, ganz falsch. Nein, was? Was soll? Die Rede. Sie hat mir hier Kunstnägel reingepackt in Glitzer und hat drauf geschrieben, Katrin Glitzer. Oh mein Gott, was ist das? Ach, wie lustig. Okay, ich bin ja nicht so, ich habe heute ausnahmsweise und zur Feier des Tages mal einen Nagellack drauf gemacht, also bitte. Aber wie lustig sind die denn? Leute, seht ihr, wie geil die sind? Also richtig in grünem Glitzer. Da weiß ich nicht. Ich komme mit so Kunstnägeln, ist ja gar nicht meins, auch so künstliche Fingernägel, die ihr euch machen könnt, weil ich ja immer mit meinen Händen arbeite und das endet immer in einem Fiasko. Deswegen, aber ich glaube so an Silvester oder so, werde ich die einfach mal aus Spaß draufpacken, da kriegst du auch ein Foto geschickt. Gut sind die. Auf was für Ideen du einfach kommst. Das nächste Päckchen ist einmal hier. Ich komme aus dem Lachen nicht raus, es tut mir leid. Nee, Irene, du machst mich fertig. Du machst mich echt hier vor laufender Kamera fertig. Ah. Da sind wir wieder beim Bienchen-Thema. Was ein Paket. Oh, da muss ich mir richtig was für dich einfallen lassen, Schätzelein. Sie hat mir hier ein Quartett reingepackt mit Bichner Maya. Oh mein Gott, nee, sie sind noch zu. Ich wollte mir die Kärtchen angucken, aber richtig cool. Und hey, Spielspaß geht immer. Freue ich mich auf jeden Fall auch mega drüber und werde ich wahrscheinlich dann mit Schatzi auch spielen. Also der ist auch so ein Typ. Wir spielen halt an. Ab und zu hat man ja so Langeweile und dann fängt man an, irgendwelche Spieleabende zu machen. Da kommt auch das Biene Maya Set ganz cool. Das nächste Produkt. Ach, ich sag immer Produkt. Das nächste, wahrscheinlich wahnsinnig tolle Geschenk von der lieben Irene, ist einmal hier. So. Was hast du hier? Konfetti-Party. Leute, ich habe hier eine Konfetti-Party drin. Oh, ich kann nicht mehr. Das ist auch ein Badeding. Badesalz. Block. Ich weiß nicht, könnt ihr wahrscheinlich öfter benutzen, oder? Und das färbt mein Bart ein, wenn ich das richtig lese. Joyful Sensation. Also, keine Ahnung. Na, was riecht das? Oh, lecker. Es riecht auf jeden Fall lecker. Und ihr habt hier so, sieht man das? So kleines Konfetti und sowas drin. Wo hast du denn sowas gefunden? The Bath Company. Sehr cool. 150 Gramm einfach so nur. Kann man da so Stücke abmachen und ins Wasser schmeißen? Ich werde das herausfinden, aber auch mega, mega cool. Dann einmal das hier.
Irenchen, du weißt, wie man Pakete packt, das sage ich dir. Was haben wir hier? Nee, ich habe die Eier gefunden. Leute, ich habe die Eier gefunden. Oh, sind zum Glück keine echten. Nee, das... Ja, Ostern ist ja noch nächstes Jahr. Das tut mir leid. Oh nein. Ach, hör auf, da sind kleine Augen dabei. Das hier ist so... Da könnt ihr eure Eier bepinseln und bemalen und habt dann hier nur so kleine Äugeleins, die ihr da aufkleben könnt. Dann sind hier wohl noch Sticker dabei. So lustige Sachen hier drin. Wirklich, ich muss wirklich, ich fange immer an zu weinen, wenn ich lachen muss. Und ich muss gerade echt so ein bisschen immer mit meinen Tränchen kämpfen. Dann, und da kommt ja noch echt der Knallerteil. Hat sie mir hier irgendwas eingepackt? Ich weiß nicht. Was hast du denn hier reingestopft? Also, das ist ein Karton von Duplo, aber das wird... Da hat sie hier echt gut Kritzelpapier reingemacht und mir kommt... Ah, Leute. Ganz im Sinne des Badespaßes. Ich weiß nicht, ihr seht das noch nicht, ne? Ich kämpfe es aus. Komm, dreh dich. Zeig dich, Entlein. Zeig dich, Entlein. No comment, oder? Ganz ehrlich, no comment. Wie lustig ist dieses Teil denn? Was ist das denn für eine coole Badeente? Ich kann mich nur wiederholen, ich habe keine Ahnung, wo man so Sachen findet. Und ich muss das machen, ne? Ich muss so ein Instagram-Ding-Story machen oder so, wenn ich in der Badewanne bin. Ich habe auch noch diesen Schaum, den ich testen wollte. Also den habe ich schon getestet, der ist toll, aber da habe ich mich nicht getraut, in der Badewanne für euch so eine Story zu machen. Egal, auf jeden Fall habe ich jetzt hier so eine kleine Badeente und... ich mache da nur die Badeente im Wasser, ohne mich. Aber so cool auch. Leute, wer es jetzt bis hierhin mit mir ausgehalten hat und meinem Ausflippen. Wir kommen zum letzten Produkt. Und Leute, da ist das gute Stück. Und ich bin froh, dass ich nach dem kleinen Lachanfall, den ich hier schon hatte, zum Glück schon weiß, was es ist. Denn ich bin gespannt. Nein, ich war wirklich der Meinung, ich muss das unbedingt haben. Und sie hat mir das geschickt gehabt und ich sagte, ich muss das haben. Und eigentlich habe ich ja auch verboten, mir ein Päckchen zu schicken. Dann hat sie mir das aber gezeigt. Ich gesagt, okay, überredet, du hast recht, das muss ich einfach haben. Und ich freue mich da jetzt so drauf. Und da wird es auf jeden Fall noch ein Video zu geben, Leute, sage ich euch. Also ich muss das hier schon mal ankündigen, weil... Spannung steigt. Dum, 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 dum. Wie cool ist dieses Teil, bitte? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wirklich. Und das ist nämlich das Teil, was ich gesichtet hatte und gesagt habe, oh, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Wir haben hier nämlich einen Badebombenmacher. Leute, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das gehört doch in jeden gut sortierten Haushalt rein. Einen Badebombenmacher. Mit Glitzer und Schaum und Figürchen und keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich freue mich da richtig drauf. Ihr mixt da wohl was zusammen, dann stanzt ihr das und macht da Sprinkles und tralala rein und habt dann richtig coole Badebomben. Und ich bin... Echt. Oh. Und das alleine. Und das muss ich hier echt mal dazu. Das hätte wirklich, eigentlich hätte die Karte schon gelangt. Und dann wirklich noch das dazu. Aber was du hier alles noch reingepackt hast. Irene. Ich habe mich köstlich amüsiert. Also dafür war es auf jeden Fall das wert. Aber Leute, ganz ehrlich, ihr müsst mir nicht extra was kaufen gehen oder sonst irgendwie. Ich freue mich einfach so, wenn wir einfach ein bisschen miteinander schreiben und
Ich kann das gar nicht in Worte fassen und ich muss mein Paket weise planen. Wie gesagt, ihr werdet dann wahrscheinlich, auch wenn jetzt ne, hier Ostern mit drin ist, aber dann, dass wir beide die Videos gleichzeitig hochladen und dann seht ihr auch mein Paket dazu. Aber ich merke schon, da ich ja schon weiß, was in dem Paket drin ist, dass ich da sehr kreativ sein muss und ich werde mir die größte Mühe geben, dir da ein vernünftiges Paket zu packen und dich so ein bisschen auch zum Lächeln zu bringen. Und Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video, denn ich hatte riesen Spaß daran, dieses Paket auszupacken. Und ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall fleißig mitlachen und wünsche euch von Herzen einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und Irenchen, wenn du das Video siehst, fühl dich ganz doll gedrückt und tausend Dank. Und du siehst dieses Grinsen in meinem Gesicht, was einfach nicht weggehen will. Du bist ein Riesenschatz und ich freue mich so, dich kennengelernt zu haben. Und tausend Knutscher und nein, hier wird nichts weiter, weil ich alles toll finde. Drück dich, mein Engelchen, und euch anderen auch. Tschüssi.